Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Morgenroutine von uns. Ihr seht hier uns gerade noch im Bettchen. Wir wachen gerade auf, die Lia und ich. Und morgens ist es eigentlich immer so, dass der Papa zur Arbeit fährt und wir so lange schlafen, bis Lia wach wird. Das ist meistens so zwischen 7 und 8 Uhr. Heute war es ein bisschen früher. Je nachdem, wann sie abends eingeschlafen ist und wie der vorige Tag war. Wenn der vorige Tag ein bisschen anstrengender war, dann steht sie auch ein bisschen später auf. Genau. Wir kuscheln dann immer noch ein bisschen und dann stehen wir auch eigentlich immer direkt auf, weil die Kleine dann auch eine neue Windel braucht. Und wir natürlich auch einfach in den Tag starten müssen. Ja, der Tag beginnt dann in Lias Zimmer, denn bevor ich irgendwas anderes mache, wird die Lia erstmal fertig gemacht. Das heißt, ich wickel sie einmal, ich wasche sie einmal komplett und dann bekommt sie eine neue Windel und wird natürlich auch nochmal frisch angezogen. Das ist eigentlich auch immer unterschiedlich, was sie da anbekommt natürlich. Da schaue ich dann immer, was gerade zur Wetterlage passt und was wir am Tag natürlich auch unternehmen. Und wenn Lia dann komplett angezogen ist und frisch gemacht ist, gehen wir ins Badezimmer. Und da wird dann erstmal Zähne geputzt. Ja, die Kleine hat eben eine eigene kleine Zahnbürste natürlich. Und da putze ich jeden Morgen und jeden Abend ihre Zähne. Das finde ich sehr wichtig. Und muss man auch einhalten. Und genau, deswegen wird jetzt hier erstmal Zähne geputzt. Ich finde persönlich, das Zähneputzen klappt relativ gut. Also die Kleine macht das super mit. Sie möchte am liebsten immer selber Zähne putzen und ich finde, sie macht das total toll und hätte ich auch echt nicht erwartet. Also ich höre immer so Horrorgeschichten von Kindern, die einfach keine Zähne putzen wollen. Aber Lia ist da wirklich ganz, ganz anders noch. Wir schauen mal, wo das hinführt. Aber bis jetzt macht sie es wirklich richtig, richtig toll. Ja, wenn wir dann Zähne geputzt haben, dann kämme ich erstmal meine Haare und wasche mein Gesicht so ein bisschen. Zähne putzen tue ich immer erst nach dem Frühstück. Dementsprechend habe ich jetzt hier keine Zähne geputzt. Danach geht es für uns in die Küche. Natürlich wollen wir dann erstmal frühstücken. Und während ich das Frühstück so ein bisschen fertig mache, mache ich auch meistens immer noch die Küche sauber. Also ich nutze da immer die Zeit, wenn die Kleine gerade ruhig ist, das einmal alles frisch zu machen und dann den Abwasch von Vorabend noch wegzuräumen. Ich habe jetzt hier noch einen Kuchen gebacken am Vortag, dann bleibt natürlich noch ein bisschen mehr übrig. Genau, und dann frühstücke ich eben danach auch direkt. Und ihr seht auch hier, das ist gar nicht so einfach mit Baby, denn zu 99% der Fälle ist es einfach so, dass die Kleine immer auf den Arm möchte, wenn ich irgendwas mache. Und so bin ich dann eben immer ein bisschen einarmig unterwegs. Ja, aber so ist es nun mal mit Baby. Die Kleine möchte halt immer bei der Mama sein. Ich habe mir jetzt hier noch einen Kakao gemacht und dazu noch ein schönes Spiegelei. So ein richtig schönes Frühstück habe ich mir heute gegönnt. Ja, und danach, nachdem ich kurz gefrühstückt habe, mache ich mich immer an den Abwasch, damit das halt nicht noch mehr wird. Und damit das dann auch schon abgehakt ist, weil dann habe ich noch den
restlichen Vormittag und natürlich auch den Nachmittag Zeit für andere Dinge. Und deswegen ja, bin ich immer ganz froh, wenn ich gefrühstückt habe und dann aus der Küche rausgehe und weiß, sie ist dann sauber. Ja, hier seht ihr nochmal mein Frühstück. Ich habe mir noch so ein bisschen Wassermelone geschnitten, weil ich liebe Wassermelone und ja, das war jetzt also mein Frühstück. Danach geht's für uns ins Schlafzimmer. Da habe ich der Kleine so eine kleine Spielecke aufgebaut, wie ihr seht. Und ich habe hier den Teppich vorher eingerollt, weil wir die Hunde oben hatten. Und ich natürlich noch gefegt habe und ein bisschen gesaugt habe und gewischt habe und so. Genau, und hier hinten habe ich jetzt noch kurz meine Nähecke gefegt, weil ich am Vortag noch ein bisschen genäht habe. Und dann bleibt dann doch ein bisschen das ein oder andere Schnitt, Verschnitt auf dem Boden. Das habe ich jetzt kurz noch eingesammelt und mache jetzt hier noch schnell das Bett. Das mache ich auch jeden Morgen, weil ich liebe das einfach, wenn man dann auf das frisch gemachte Bett schaut. Ist irgendwie ein ganz, ganz tolles Gefühl und ja, deswegen mache ich das hier auch nochmal schnell direkt. Und danach geht es eigentlich immer ans Spielen, also den restlichen Vormittag, bis es Mittagessen gibt, spielen wir immer. Und genau, da haben wir eben, wie gesagt, im Schlafzimmer diese kleine Spielecke. Und dann war es eigentlich auch schon von unserem Morgen, das war unsere Morgenroutine. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Wenn ihr eine Abendroutine wollt, schreibt gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, meine Lieben!